Hallo und willkommen zurück nach der Mittagspause. Ich hoffe, ihr konntet euch alle kurz draußen erfrischen. Ich kann vorankündigen, später kommt extra auch noch der Regen, habe ich gehört. Nach der Pause geht es jetzt weiter mit E-Government und Open Data in Berlin. Eine unerschöpfliche Quelle zum Freuen, Weinen und dazwischen, war der Untertitel. Welche Datensätze im Stadtkontext stehen schon zur Verfügung oder müssen noch befreit werden, außer Bürgeramtstermine? Bei mir zu Gast sozusagen, und es ist mir eine ganz besondere Freude, ist einmal die Staatssekretärin für Informations- und Kommunikationstechnik und CIO Sabine Smentek. Und mein lieber Kollege Arne Semsrott, Informationsfreiheitskrieger Warlord, möchte ich fast sagen, und hat ein Rückgrat aus Stahl. Viel Spaß beim Gespräch. Vielen Dank. Davon wusste die Innenverwaltung nichts, oder? Nee, davon wusste die Innenverwaltung nichts. Aber ich wäre trotzdem hier. Vielen Dank. Wir haben uns gerade im Vorgespräch über Maßen unterhalten. Jetzt bin ich fast versucht, nur noch über Maßen zu reden, eine halbe Stunde. Aber ich finde, sollten wir nicht machen. Okay. Dann machen wir es vielleicht danach und heute Abend auf der Party. Wir haben das Thema E-Government, digitale Verwaltung und Open Data in Berlin und das Transparenzgesetz, was mir besonders an Herzen liegt, das kriegen wir da auch noch reingequetscht. Erste Frage, und das ist mir jetzt klar geworden nach ein paar Jahren mit Verwaltung arbeiten, aber von außen, das erste wichtigste Frage ist die Zuständigkeitsfrage. Das ist immer das Erste, was geprüft wird, ist man eigentlich zuständig. Kriegen wir das mal nochmal kurz klar. Also wir haben den Digitalisierungsstaatssekretär bei der Wirtschaftsverwaltung. Wir haben den Staatssekretär für Verwaltungsmodernisierung jetzt im Roten Rathaus. Was bleibt da genau übrig, wenn wir über Informations- und Kommunikationstechnik reden? Sie müssen sich rumschlagen mit den IT-Systemen der Berliner Verwaltung. Ist das so ungefähr? Ja, Christian Rickerts muss sich rumschlagen mit Digitalisierung für die Wirtschaft, was ich finde, was auch nicht so ein einfaches Feld ist. Wenn man sich in Wirtschaftskreisen umhört, ist das Thema Breitbandkabel und die Frage von Open Data, zu der wir ja noch kommen, durchaus ein spannendes Feld. Damit hat Christian Rickerts genügend zu tun. Und der Staatssekretär, der jetzt neu in der Senatskanzlei ist, ist ja nicht nur für Verwaltungsmodernisierung zuständig, sondern auch für Infrastruktur. Und der hat so eine Art Klammer- oder Koordinationsfunktion für alle relevanten Themen, die sich rund um das Thema Infrastruktur hangeln. Und zur Infrastruktur zählen wir auch die Verwaltung, also ich auch mit voller Überzeugung. Und was ich mache eigentlich, seit wir im Dezember 2016 mit Rot-Rot-Grün angefangen haben, ich setze das Berliner E-Government-Gesetz um, was nicht mehr und nicht weniger bedeutet, als dass wir einen Großkonzern von ungefähr 100.000 Beschäftigten versuchen, miteinander zu vernetzen, zu digitalisieren und vor allen Dingen Online-Anwendungen für Bürgerinnen und Bürger und auch für die Wirtschaft zu realisieren. Und das kann man jetzt ganz wunderbar in einem Satz zusammenfassen, wenn man ganz oben an der Oberfläche bleibt, aber rein praktisch bedeutet es, dass ich mich von der Frage der Internetanbindung bis hin zu der Frage, ob wir eigentlich in unseren Verwaltungen ausreichend Netzkapazität haben für diese tollen modernen IT-Anwendungen, eigentlich mit einbefasse. Und so nebenbei bin ich immer noch die Staatssekretärin gegen Warteschlangen in der Verwaltung. Weil immer wenn eine neue Warteschlange in der Berliner Verwaltung auftaucht, dann gibt es irgendjemanden, der bei mir anruft und sagt, mach's weg. Und ich versuche das dann. Und ich glaube, das ist ja ungefähr das eins der emotionalsten Themen in Berlin. Also man muss nur Bürgeramt sagen oder muss Warteschlange sagen und dann haben schon alle ihre Bilder lachen im ja Kopf. Hier auch schon alle, ne? Ja. Ich hoffe mitleidig. Wie ist das denn genau? Also nehmen wir mal ein Beispiel, weil das jetzt auch gerade ein aktuelles Beispiel für Sie war, die Kfz-Zulassung. Ich weiß nicht, ob in dem Raum eigentlich Leute Kfz-Zulassung und so damit zu tun haben. Fahrradzulassung wäre wahrscheinlich eher ein Thema. Aber Kfz-Zulassung musste man zumindest sehr lange jetzt, 6 Wochen, 7 Wochen drauf warten, bis man überhaupt einen Termin bekommen hat. Ich sag mal was zu Warteschlangen, wie Warteschlangen entstehen und wie man sie wegkriegt. Wir haben ja 20 Jahre Haushaltskonsolidierung hinter uns und das bedeutete auch in vielen Bereichen Personalabbau. Und wir haben, so sagt das mittlerweile auch der regierende Bürgermeister, 1-2 Jahre zu lange gewartet, bis wir auf den Bevölkerungszuwachs auch wieder mit Personalaufbau reagiert haben.
Das ist der eine Part. Und der andere Part ist, dass im Rahmen dieser Konsolidierungsnotwendigkeiten natürlich auch in moderne IT nicht investiert worden ist, genauso wenig wie in Schulen. Und insofern haben wir jetzt aufzuholen. Und was wir in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle gemacht haben, ist, dass wir genau diese Dinge miteinander verknüpfen. Wir haben jetzt erstmal mit mehr Personal die Warteschlangen zurückgedrängt. Also wenn man heute sagt, ich will morgen ein Auto anmelden, dann geht das, sage ich nur mal. Ja. Wenn, das ist überhaupt gar kein Problem. Also wenn noch jemand Not hat, ja, gar kein Problem. Na, morgen geht es vielleicht nicht, aber Montag würde es möglich sein, sein Auto anzumelden. Das haben wir geschafft, indem ich zusammen auch mit den Beschäftigtenvertretungen und den Gewerkschaften den Sommer genutzt habe, um mit freiwilligen Beschäftigten in Samstagsarbeit tatsächlich die Rückstände abzubauen. Jetzt sind wir erstmal auf Null und jetzt müssen wir dafür sorgen, und da kommt dann die IT auch ins Spiel, dass wir mit der Hilfe von der IT und auch nochmal mit Organisationsbetrachtungen dann auch dafür sorgen, dass wir im nächsten Frühjahr nicht wieder das gleiche Chaos haben, weil das ist insbesondere in der Kraftfahrzeugzulassungsstelle so, dass im Frühjahr immer die Wartezeiten nach oben gehen, und das wollen wir jetzt verhindern. Und ich glaube, da haben wir jetzt einen ganz guten Weg gefunden. Also Organisation, Technik und Personal sind eigentlich immer je nach konkreter Warteschlange die Stellschrauben, an denen man drehen kann, um dann das besser zu machen. Bei den Bürgerämtern, nur weil ich das immer sagen muss, weil manche Leute haben es immer noch nicht zur Kenntnis genommen, bei den Bürgerämtern haben wir seit rund einem halben, dreiviertel Jahr kein Wartezeitenproblem mehr. Da kriegt man immer Online-Termine, und wenn man nicht online gehen will, also hier ist jetzt kein Problem, aber es gibt Leute, die mögen keinen Termin übers Internet machen. Wenn man die Behördenrufnummer 115 anruft, dann kriegt man auch da sehr schnell mittlerweile Termine. Ich habe mal im Vorfeld Berlin digitale Verwaltung Probleme gegoogelt. Wow! Das war meine Vorbereitung so ungefähr. Und ich glaube, es gibt tatsächlich noch ein paar mehr Problembereiche. Also wir haben, ich hab 5 gesammelt, vielleicht finden wir noch mehr. Also wir haben das Geldproblem grundsätzlich, wenn wir die Digitalisierung der Verwaltung anschauen. Geld eh immer in Berlin. Wir haben ein Personalproblem, also wir brauchen 35.000 neue Stellen vielleicht in den nächsten Jahren in dem Bereich. Wir haben ein Softwareproblem an vielen Stellen. Wir haben ein Kulturproblem, und da können wir gleich gerne nochmal drüber sprechen. Und wir haben ein Strukturproblem, weil wir das Land haben, wir haben die Bezirke und so weiter, und da ist nicht so leicht durchzuregieren. Haben wir noch ein 6. und 7. Feld, oder ist das ungefähr dann? Na, ich finde die Clusterung schon ziemlich gut, aber wenn ich höre, wir haben ein Softwareproblem, halte ich das für einen Euphemismus. Wir haben eher das Problem, dass wir, und das hat dann auch was mit Geld und Personal zu tun, wir haben eher das Problem, dass wir im Land Berlin, das ist ja immer ein Großkonzern von über 100.000 Beschäftigten, dass wir bis vor 2 Jahren oder eigentlich bis Anfang diesen Jahres eine dezentrale Verantwortung und auch Finanzierung für IT hatten. Das wäre in etwa so, als wenn bei der Volksbank jeder Zweigstellenleiter entscheiden könnte, ob er mit Apple oder Windows arbeitet. Kann man sich eigentlich in einem Großkonzern nicht vorstellen, ist aber im Land Berlin so gewesen, jetzt nicht Windows oder Apple, aber jeder konnte seine Software relativ frei weiterentwickeln oder eben auch nicht. Und dieser, ich nenne den immer ein bisschen liebevoll, IT-Zoo, verhindert natürlich, dass wir das machen, was wir eigentlich wollen, nämlich dass wir online Dienstleistungen zur Verfügung stellen. Das heißt, wir müssen die IT im Land Berlin in diesen über 130 unterschiedlichen Dienststellen, man könnte auch sagen Zweigstellen, müssen wir erstmal standardisieren. Und das kostet in der Tat Geld. Da partizipieren wir aber davon, dass wir mittlerweile mehr Geld haben im Land Berlin, also auch im Landeshaushalt. Und wir geben in diesem Doppelhaushalt, also 18, 19, schon wesentlich mehr Geld aus als in den 10 Jahren davor. Aber Geld ist gar nicht das Problem, sondern in der Tat ist das Problem, Standardisierung dann auch praktisch durchzusetzen. Also ich kann das hier so sagen, es gibt eine Verwaltung, da gibt es noch eine Fachanwendung, Fachsoftware, die läuft nur auf Windows 95. Also wenn sie läuft. Und die Verwaltung, der diese Fachanwendung gehört, die ist auch der Meinung, dass die Verwaltung zusammenbricht, wenn sie diese kleine Software abmelden. Das Problem kriegen wir jetzt in den Griff. Es zeigt aber, dass so gerade das Thema Standardisierung von IT, wenn man kulturell gewöhnt ist, dass man das alles selber entscheiden konnte, dass das zwar alle generell immer toll finden, aber genau ihre Anwendung oder genau den Drucker, den brauchen sie natürlich weiter. Und das ist das Riesenproblem, dass wir für diese Standardisierung tatsächlich erstmal
Überzeugungsarbeit leisten müssen und dann auch genügend Geld in die Hand nehmen, um das zu ändern. Ist das dann nicht der ideale Moment, wo man sagen könnte, wir setzen jetzt gezielt auf Open Source, wir schauen uns an, wie wir das nachhaltig lösen können, wir orientieren uns an anderen Städten und auch wenn es immer wieder vorgebracht wird, aber Barcelona sagt, wir investieren 70% unseres Haushalts jetzt in dem Bereich in Open Source Software. Wir versuchen das über Ländergrenzen hinweg oder zumindest Städtegrenzen hinweg zu benutzen. Wäre das nicht der Moment, wo Berlin sagt, wir treten jetzt der Kampagne Public Money, Public Code bei und wir gehen in die Richtung? Nein, im E-Government-Gesetz von Berlin steht schon drin, dass wir Open Source immer zunächst prüfen müssen, wenn wir über neue Software reden. Wir haben ja bei uns im Landesdienstleister beim ITDZ, dort haben wir ja auch so einige Server schon stehen, da sind 60% der damit verbundenen Software sind schon Open Source. Wir haben aber in der Tat das Problem, dass wir, wenn wir über Fachsoftware reden, dann sind wir ja nicht allein auf weiter Flur, sondern wir sind eingebunden in alle möglichen bundeseinheitlichen Geschichten und da ist es nicht ganz so einfach, Open Source zu nehmen, muss man eindeutig so sagen. Und ich stehe noch so ein bisschen auch unter dem Eindruck, ich will es jetzt gar nicht schlecht reden, aber ich stehe so ein bisschen unter dem Eindruck auch einer Anhörung, die wir hatten im Abgeordnetenhaus, in dem Fachausschuss für Kommunikationstechnik. Dort haben mehrere Fachleute auch gesagt, dass das Thema Datensicherheit nicht automatisch bei Open Source besser ist. Und das Thema IT-Sicherheit, Informationssicherheit ist für uns ein ganz wichtiges Thema, weil alle Daten der Verwaltung sind fast per se irgendwie besonders schützenswert. Wir haben immerhin die Daten von unserer Bevölkerung in unseren Servern. Und von daher ist das immer eine Abwägung, an welcher Stelle wirklich Open Source sinnvoll ist und an welcher Stelle nicht. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen jetzt erstmal gucken, dass wir einen Weg finden, das Vorhandene zu verbessern und auch zu standardisieren. Und dieser Gesamt-Turnaround, wie zum Beispiel Barcelona macht, das ist erstmal nicht unsere Priorität, weil wir wollen, dass die Bürgerinnen und Bürger ganz schnell merken, dass sie was von der Digitalisierung der Verwaltung haben. Aber dass jetzt eine Microsoft-Lösung nicht unbedingt der sicherere Weg ist, das ist wahrscheinlich bei vielen dann auch schon angekommen. Ja. Bräuchte es denn da in dem Bereich vielleicht dann einfach mehr Lobbying und gezieltes Berlin-Lobbying für Open Source? Also ich bin mit dem Lobbying schon ganz zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen. Nein, weil die Tatsache, dass wir heute hier darüber diskutieren, bedeutet ja für mich auch, dass ich diese Strategie immer wieder überprüfen muss. Und das finde ich auch richtig. Und die Kampagne, wenn man sie so nennen will, oder das Interesse, was gerade in Berlin am Thema Open Source ist, unterstützt uns natürlich auch, wenn wir mit den großen Herstellern verhandeln. Und gerade das Thema Zugang zu den Codes, auch für uns als Auftraggeber, ist ein großer Verhandlungsgegenstand mit den großen Konzernen. Und wir sind ja da als Berlin auf der einen Seite nicht klein mit unseren 100.000 Nutzerinnen und Nutzern, aber letztendlich sind wir so groß für Microsoft auch nicht. Also unsere Marktmacht wird da durch das öffentliche Interesse an Open Source und an Datensicherheit absolut unterstützt. Wenn wir über Open Source reden, reden wir natürlich viel über Kollaboration und da reden wir dann auch viel darüber, wie letztlich Bürgerinnen und Bürger mit einbezogen werden können, beziehungsweise sich selbst von sich aus einbringen können. Und wenn wir uns die Digitalisierungsstrategien, plural muss man ja wahrscheinlich sagen, und Programme anschauen, dann habe ich jetzt zumindest im Überblick viel gelesen für Bürger, für und sehr wenig mit den Leuten. Und gerade wenn wir über Digitalisierung und neue Möglichkeiten sprechen, kommen da ja eigentlich Leute gerade aus dieser Community sehr wenig vor. Kommt immer drauf an, wo man ist. Also was wir schon gemacht haben mit dem Regierungsantritt von Rot-Rot-Grün, ist, dass wir diese ganzen IT-Projekte, die ich ja auch verantworte, von der Vorgehensweise her verändert haben. Wir haben zum Beispiel jetzt die Anpassung des Terminmanagements bei den Bürgerämtern mit Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern gemacht. Da hat es eine Online-Befragung gegeben in berlin.de. Da haben über 4.000 Leute innerhalb von 3 Wochen mal der Verwaltung gesagt, wie sie eigentlich ihre Termine online buchen wollen. Und das machen wir jetzt auch so. Und wir haben darüber hinaus noch qualitativ dann Bürgerinnen und Bürger einbezogen, nachdem wir einen Klickdummy zusammengebaut haben, um einfach zu gucken, ob das tatsächlich auch für Bürgerinnen und Bürger sinnvoll ist, so wie wir uns da die Maske ausgedacht haben. Und diese Vorgehensweise, die aktivieren wir stärker in unseren Projekten.
weil ich auch glaube, dass wir damit wesentlich bessere Ergebnisse erzielen. Und bei dem Thema Kraftfahrzeugzulassungsstelle, nur um ein anderes Beispiel zu nennen, hatten wir so ein Spezialproblem, nämlich dass irgendwelche Menschen aus wirtschaftlichem Interesse die Termine für Privatpersonen einfach weggebucht haben, Klammer auf, damit mehr Leute sagen, ach, dann beauftrage ich vielleicht einen Zulassungsdienst, einen gewerblichen. Und dann waren irgendwie alle Termine, die da eingestellt worden sind, innerhalb von 5 Minuten wieder verschwunden. Und dann kam aber auch keiner. Also ganz spannende Sache. Um dieses Problem zu lösen, habe ich mit Christian Rickerts telefoniert und habe gesagt, wer kann mir helfen? Durchaus mit einem technischen Sachverstand, aber auch vielleicht mit einem Verständnis für Verwaltung. Wer kann mir helfen, an diesem Problem zu basteln? Und dann haben wir sowas wie ein Mini-Hackathon gemacht. Also ganz mini. Und auch nicht mit Programmieren. Aber wir wollen da eigentlich die wirklich interessanten Fragen, da wollen wir natürlich verstärkt auch die Kompetenz nutzen, die wir hier ja gerade in Berlin haben. Das ist noch ausbaufähig, aber wir arbeiten dran. Ich glaube, in einem ganz anderen, nein, nicht ganz anderen, aber in einem anderen Bereich kann man noch mal guter, besser sehen, wie so eine Zusammenarbeit eigentlich aussehen könnte, aber das passiert noch nicht und das ist der Bereich Open Data. Also wenn wir uns anschauen, was für Datenschätze die Berliner Verwaltung hat, welchen Bruchteil sie davon veröffentlicht und welche Möglichkeiten es eigentlich gäbe, mit einer Community zusammen was zu erschaffen, da haben wir ja bis jetzt so gut wie keinen Austausch, würde ich sagen. Naja, ich würde sagen, wir haben so kleine Piloten, die da irgendwo rumwabern, aber wir sind noch weit davon entfernt, wirklich die Daten zu nutzen und auch gemeinsam mit anderen zu entwickeln, welche Daten man eigentlich in welcher Form wie zur Verfügung stellt. Wir haben da ein paar Vorarbeiten und gerade letzte Woche im Senat war auch die Vorlage von der Wirtschaftsverwaltung, die diesen Bereich umsetzen muss, wo zumindest mal der Prozess beschrieben worden ist. Also da geht es jetzt, glaube ich, los. Ich muss sagen, bei dem, was ich vorher gesagt habe, dass wir so ein IT-Zoo haben, das hängt natürlich dann auch mit der Frage zusammen, in welcher Form, in welcher technischen Form liegen eigentlich die Daten vor. Und solange wie man die nicht miteinander verknüpfen kann, ist das auch ein bisschen kompliziert. Also da liegt wirklich noch einiges vor uns, hängt an der dezentralen Struktur bisher unserer IT. Und deswegen arbeiten Christian Rickerts und ich auch an der Stelle sehr eng zusammen, weil er braucht die Vereinheitlichung der IT und ich brauche die Expertise, welche Daten dann nun eigentlich im Rahmen von Open Data wie zur Verfügung gestellt werden. Also da ist eine ganz enge Kommunikation. Gestern oder vorgestern, glaube ich, hat die Berliner Morgenpost ein ganz interessantes Projekt gelauncht. Ich weiß nicht, ob Sie das gesehen haben, den Schulfinder. Die haben einen offenen Datensatz über Berliner Schulen genommen, über verschiedene Eigenschaften, die haben, Arbeitsgruppen, die anbieten. Und jetzt kann man sich für die Kinder oder die Kinder selbst sich anschauen, auf welche Schule will ich denn als nächstes gehen. Gibt es übrigens auf berlin.de auch. Kennt das jemand? Nicht als Karte. Das ist wahr. Genau, gerade mal, weil wir so viele Zeugen haben. Ich hab einen wichtigen, wichtigen Wunsch. Er will jetzt nicht wissen, auf welche Schule seine Kinder wollen, oder? Soweit sind wir noch lange nicht. Nee, es gibt einen Datensatz, den will ich mir jetzt mal wünschen vor all diesen Leuten. Ich glaube, wir filmen das auch. Und ich würde mir wünschen, dass wir den spätestens zum Mitte nächsten Jahres online haben. Und das ist der Datensatz der Unfallstatistiken. Wenn wir uns anschauen, wie gerade über das Thema Fahrradunfälle gesprochen wird, und wir haben jedes Jahr Dutzend tote Fahrradfahrer, dann ist natürlich auch gerade die Frage, wie können wir das verbessern. Die große Frage, wie kann die Community eingebunden werden? Ich glaube, das Freigeben dieser Unfalldaten als Open Data, das wäre ein ganz, ganz zentraler Datensatz. Wenn man sich anschauen könnte, welche Kreuzungen sind besonders betroffen und so weiter, und die Polizei, die ja, glaube ich, irgendwie in ihrem Gebiet so ein bisschen ist, die ist dafür doch zuständig. Ja, wir haben eine Unfallstatistik. Und damit fängt das Problem in der Praxis dann schon an. Die Unfallstatistik ist aber aus polizeilicher Sicht gefertigt. Das heißt, die ist nach Delikten sortiert. Und die Verknüpfung zwischen der Unfallstatistik und dem, was verkehrliche Anbindung ist, die ist dann wieder nicht ganz so einfach. Aber das heißt überhaupt nichts, ja, vor Zeugen, ja. Das ist ja nur die Ausrede für den Moment. Und ich kann mir vorstellen, dass die Senatsverwaltung für Umwelt, Verkehr und Klimaschutz eigentlich schon daran arbeitet, dass diese Informationen zusammengebracht werden.
Ich musste jetzt nur einen kleinen, also einfach noch mal ein bisschen Mitleid heischen. Wir sind im Land Berlin nicht ganz alleine. Viele Dinge, die wir tun und eben auch die Frage, wie Statistik erhoben wird, sind nicht in Berlin geregelt, sondern da gibt es Bundesgesetze. Und wenn wir in Berlin anfangen, die Daten irgendwie zu verändern, in der Form, wie wir sie erheben, das hängt ja, ist ja der erste Schritt, und der zweite Schritt dann in der Frage, wie bereiten wir sie auf, dann sind wir ganz schnell in so merkwürdigen Zielkonflikten von mindestens 7 Bundesgesetzen. Das gehört zu meinem Job dazu im IT-Planungsrat. Das ist so ein Gremium, wo wir uns austauschen mit dem Bund, da immer den Finger in die Wunde zu legen. Ich nehme mal dieses Thema Unfallstatistik mit. Aber ich kann nichts sagen, was, ich weiß nicht, warum es noch nicht funktioniert, nehme ich aber mal mit. In einem Jahr sehen wir uns hier wieder. Ups. Ich habe über die Jahre gelernt, dass das zumindest von außen eines der besten Mittel, um Verwaltung dazu zu kriegen, was zu tun ist, ist der Verwaltung vorzuschreiben. Und damit komme ich aufs letzte Thema und danach haben wir vielleicht noch Zeit für ein, zwei Fragen, also überlegt euch gern schon was. Das Transparenzgesetz. Es gibt jetzt eine erste Initiative, an der ich zufällig beteiligt bin. Ich hörte davon. Für ein Transparenzgesetz in Berlin. Und die Idee davon ist, dass die Stadt, sowohl die Bezirke als auch die höhere Ebenen, dazu verpflichtet werden, zentrale Informationen, die sie haben, zu veröffentlichen. Also nicht nur auf Anfrage rauszugeben, sondern Verträge, alle möglichen Statistiken, Gutachten von sich aus zu veröffentlichen. Wir haben noch ein bisschen Zeit. 2021 wird darüber abgestimmt, volksentscheid-transparenz.de. Das Interessante ist, es steht ja eigentlich schon ein bisschen im Koalitionsvertrag drin. Also, nicht nur ein bisschen, sondern so richtig ausdrücklich. Kommt drauf an, wen Sie fragen, wie ausdrücklich das ist. Also, da steht drin, das Informationsfreiheitsgesetz wird in Richtung eines Transparenzgesetzes weiterentwickelt. Und jetzt habe ich gehört, die Innenverwaltung ist zuständig. Zuständigkeitsprüfung schon mal klar. Und hat eine Arbeitsgruppe gegründet. Arbeitsgruppe schon mal super. Wie sieht es denn aus gerade? Genau, das ist der Stand. Nein, also Spaß beiseite. Wir haben ja bei Rot-Rot-Grün auch andere Arbeitsformen. Und normalerweise wäre so ein Vorhaben so in der Innenverwaltung gelaufen, dass sich 3 Juristen in ein Zimmer gesetzt hätten, dann hätten die einen Referentenentwurf gemacht, hätten sich angeguckt, was steht in der Koalitionsvereinbarung, hätten ihren Senator 3-mal gefragt und dann hätten sie so einen Gesetzentwurf gemacht. Und diesen Gesetzentwurf hätte man dann vielleicht in 2 öffentlichen Veranstaltungen mal diskutiert und zur Not dann noch mit anderen Verwaltungen abgestimmt. Klassisches Vorgehen, Gesetzgebung. Rot-Rot-Grün macht es anders. Und jetzt kann man darüber lachen, dass wir erstmal eine Arbeitsgruppe gegründet haben, aber in diesen Arbeitsgruppen passiert ja genau die Diskussion darüber, welche Regelungen wir jetzt als rot-rot-grüne Koalition in diese Weiterentwicklung des Informationsfreiheitsgesetzes einbringen wollen, wie wir unser Transparenzgesetz auch vor dem Hintergrund bestehender Gesetze, die es ja woanders schon gibt, wo schon Erfahrungen da sind, wie wir das gestalten wollen. Und der Prozess ist in der Tat jetzt losgegangen. Als erstes haben die sich jemanden aus Hamburg eingeladen. Und der hat dann berichtet, welche Erfahrungen die mit ihrem Gesetz gemacht haben. Dann nehmen sie sich natürlich den vorliegenden Entwurf, ja, und gucken sich vom an. Vom Volksentscheid. Von der Open Knowledge Foundation, der ist ja noch so neu nicht. Ja. Also insofern, die Informationen werden als erstes zusammengesammelt. Und dann wird es einen Diskussionsprozess geben, von dem ich glaube, dass er nicht ganz konfliktfrei laufen wird. Das kann man jetzt schon sagen. Glaube ich auch. Ich kann aber die Konfliktlinie noch gar nicht genau sagen, weil das Gesetz macht ja nicht der Senat, sondern das Gesetz verabschiedet das Abgeordnetenhaus. Und ich gehe davon aus, dass dieses Gesetz, übrigens ähnlich wie das E-Government-Gesetz, wo ich ganz stolz drauf bin, von den Fraktionen auch sehr stark mit geprägt sein wird. Und diesen Prozess haben wir jetzt angefangen. Blöd, dass Beteiligung immer Zeit kostet. Gut, das war der Schnelldurchlauf E-Government, Open Data und Transparenz. Wir haben jetzt noch Zeit für 4 Fragen. Wow. Da haben wir hier vorne schon mal eine. Und damit fangen wir vielleicht an und dann, ja, können wir weitermachen. Erstmal danke. Als
Berliner Kiezbürger interessiert mich natürlich Open Data und auch Transparenz, gerade von Bürgerämtern, von Entscheidungen. Wir haben eine Kiez-Initiative, wir haben uns versucht, aktiv in die Planung unseres Kiezes einzubringen. Welcher Bezirk? Mitte, grün regiert. Komischerweise findet keine grüne Politik statt. Sehr zu unserem Ärger. Uns interessiert dabei, warum BVV-Beschlüsse nicht umgesetzt werden, warum die Politik sich von den Ämtern loskoppelt und so weiter. Und wir können das halt überhaupt nirgendwo einsehen. Dann sagen wir wollen das Informationsfreiheitsgesetz anwenden. Wir möchten jetzt gerne die Akten einsehen. Und dann wird uns mitgeteilt, ja, 150 Euro pro Aktenauskunft. Und das kriegen wir ständig zu hören. Und dann denke ich mir, es ist eh schon mit einem wahnsinnigen Aufwand verbunden, überhaupt ehrenamtlich so eine Kiez-Initiative zu leiten und das durchzuziehen. Da geht wahnsinnig viel Zeit drauf. Und dann noch diese 150 Euro zahlen zu müssen, obwohl wir sind ja Betroffene und Beteiligte in dem Prozess, wären wir davon ausgeschlossen. Das ist ein riesengroßes Diskriminierungsmerkmal. Wenn die Daten, wie Arne sagt, öffentlich zur Verfügung stehen würden, könnten wir selbstverständlich einsehen und müssten nicht diese Hürden und diese Anfragen über uns ergehen lassen. Ja, wäre wichtig. Also ich habe diese Frage nicht bestellt. Ich habe aber mit Absicht natürlich nach dem Bezirk gefragt, weil die Frage, wie transparent Bezirke mit ihrer politischen Beschlussfassung und auch den Ergebnissen umgeht, ist durchaus unterschiedlich. Jetzt war ich durch Zufall, also das ist jetzt echt ein Zufall, bis vor anderthalb Jahren, also bevor ich Staatssekretärin wurde, Bezirksstadträtin in Mitte. Und deswegen weiß ich, dass Mitte, zumindest was die Veröffentlichung von Beschlüssen geht und auch die Erledigung von Beschlüssen, die BVV gefällt hat, alle ins Internet stellt, damit kostenlos. Also da ist zumindest formal der Zugang zu allen Drucksachen, so nennen die sich, der BVV ist sichergestellt. Die Bezirksamtssitzung, was ja so die Bezirksregierung sind, da sind sämtliche Beschlüsse einen Tag später auch im Internet. Die kann man auch einsehen. Was jetzt so ein Amt angeht, wenn es um konkrete Punkte geht, da ist in der Tat nicht gewährleistet, dass man alles immer weiß. Deswegen finde ich das ja auch richtig, dass wir an einem Transparenzgesetz arbeiten. Und über die 150 Euro würde ich mich gerne nochmal unterhalten, weil wir ab und zu Anfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz bearbeiten. Und da kann ich mich an 150 Euro Gebühren nicht erinnern, aber da reden wir nachher vielleicht nochmal drüber, weil da würde ich gerne mehr drüber wissen. Also insofern ist da ein Anfang gemacht, denke ich. Was man aber, also es gibt mir auch nochmal die Gelegenheit zu sagen, was Transparenz nicht ist. Transparenz bedeutet ja nicht, dass die Ziele, die Sie mit Ihrem Engagement verfolgen, die Mehrheit in der Politik bekommen. Das ist, glaube ich, etwas, was man voneinander unterscheiden muss. Transparenz bedeutet ja nur, dass ich nachvollziehen kann, aufgrund welcher Grundlage Informationen und Entscheidungen zusammengebracht worden sind, wie Entscheidungsverläufe gelaufen sind. Wenn wir aber im Bezirk Mitte eine politische Mehrheit haben, die vielleicht jetzt nicht Ihre ist, dann können Sie das durch Transparenz nicht verändern. Sie haben nur einen besseren Zugang zu den Informationen und können sich stärker beteiligen. Sie werden die politischen Mehrheiten dadurch, jedenfalls bezogen auf dieses eine Projekt, nicht sofort verändern, sondern vielleicht erst nach den nächsten Wahlen. Das ist, glaube ich, etwas, was man auch wissen muss, wo die Grenze von Transparenz ist. Das heißt nicht, dass man sich mit seiner persönlichen Meinung an jedem Punkt durchsetzt. Wir haben hier vorne gleich noch die zweite Frage. Falls es noch weitere Fragen gibt, gerne ich schon mal darum bitten, sich deutlich zu melden, damit ich weiß, wohin. Okay, dann die beiden werden noch drangenommen. Dankeschön. Sabine Martini, nicht mehr aus Berlin, aber ich verfolge, was in Berlin passiert, sehr genau. Mir ist aufgefallen, dass Freunde sehr häufig, in letzter Zeit immer häufiger, Fotos ins Internet stellen, also zum Beispiel bei Twitter, die zeigen, wie ein Radweg durch eine Baustelle plötzlich aufhört und dann kommt die Busspur und dann eigentlich müssten sowieso Bus und Fahrrad kollidieren, es sei denn, und das tun sie ja meist, die Radfahrer passen auf und ja, das sind so Punkte, wo ich mich frage, wer macht hier eigentlich Stadt- und Bauplanung? Und dann gibt es noch diesen Punkt, wo Radwege generell, wenn sie denn auf der Straße sind, so schmal sind, dass es einfach gefährlich ist, da zu fahren. Nicht jeder ist der große Fahrradkünstler und fährt also, wie meinen? Danke, Herr Martini. Ja.
Das war mein Mann, ist klar. Okay. Gut, sammeln wir den drei kurz? Dann machen wir es so, in einem Rutsch. Das war die Frage. Gleich im Anschluss die beiden nächsten. Dann ich habe mal eine Frage. Braucht es mehr IT-Expertinnen in der Verwaltung? Und wenn ja, wie wollen Sie diese rekrutieren? Gab es noch eine dritte Frage, weil ich hatte noch eine Hand gesehen. Ja, ich wollte nochmal die AG ansprechen, die Sie gerade genannt haben, die jetzt den Entwurf erarbeitet. Das alles trotz dessen, dass es nicht nur drei Juristen sind, ist ja nicht so partizipativ, dass Betroffene mit eingebunden werden. Und da frage ich mich, was spricht denn dagegen, jetzt zu so einem frühen Zeitpunkt nicht einfach nur die Papiere, die zivilgesellschaftliche Organisationen geschrieben haben, mal zu sichten, sondern auch da direkt die Expertinnen und Experten, die aus der Zivilgesellschaft in Berlin kommen, mit einzubinden und nicht erst später. Ich weiß jetzt nicht genau, wie ich den Bogen von Verkehrspolitik über zu IT-Fachkräften hin zur Beteiligung am Transparenzgesetz kriege, aber ich probiere es mal. Die rot-rot-grüne Koalition hat sich ja gerade das Thema Fahrradfreundlichkeit in der Stadt auf die Fahnen geschrieben. Und das steht nicht nur in der Koalitionsvereinbarung, sondern da passiert gerade an ganz vielen Stellen unglaublich viel. Das Thema Ausbau der Radwege ist für die Verkehrssenatorin hier eins der wichtigsten Felder, was aber nicht heißt, dass das alles schon so wunderbar klappt. Also die Bilder, die Sie beschreiben, die haben wir alle gesehen. Aber auch da gilt, dass man an der Stelle nicht immer alles sofort erledigen kann. Und auch da reden wir über Geld. An der Stelle reden wir auch über Planung. Planung bedeutet auch, dass man eine gewisse Zeit braucht. Also geben Sie uns vielleicht noch einen kleinen Moment Zeit, damit man das dann tatsächlich auch sieht. Die Planung, die ich kenne, ich bin keine Verkehrspolitikerin, aber die Planung, die ich kenne als jemand, der gerne Rad fährt, sind so, dass ich sage, da haben wir in ein paar Jahren wesentlich andere Verhältnisse für Radfahrerinnen und Radfahrer und es wird auch Zeit. Mehr kann ich dazu jetzt nicht sagen. Thema IT-Fachkräfte. Wir brauchen ganz viele IT-Fachkräfte und zwar nicht nur bei unserem Dienstleister im ITDZ, sondern auch in den Verwaltungen, weil ja in den Verwaltungen auch die Planungen für Weiterentwicklung von Software gemacht werden müssen und der Betrieb auch organisiert wird. Und insofern sind wir dabei, das Thema IT-Fachkräfte auch wirklich fundiert so aufzubauen, dass wir auch die Chance haben, solche Fachkräfte zu gewinnen. Wir haben an der Stelle massive Konkurrenz, und zwar direkt nebenan in den Bundesverwaltungen, die zahlen mehr. Und wir reden gar nicht über die Frage der Konkurrenz zu Wirtschaftsunternehmen, da kriegt man noch mehr Geld. Das ist für uns ein Problem, im Augenblick kriegen wir es noch hin und wir versuchen, gezielt selber auszubilden. Und zwar sowohl im Rahmen der dualen Ausbildung, wie auch im Rahmen von dualen Studiengängen. Aber es reicht nicht. Es ist ein Riesenproblem, gebe ich Ihnen völlig recht. Jetzt, wie kriege ich das hin? Jetzt gibt keine Brücke zum Thema, warum nicht jetzt Beteiligung. Ich bin mir sehr sicher, dass dieses Transparenzgesetz einen erheblichen Anteil an Beteiligung von unterschiedlichen Interessenvertreterinnen, Interessenvertretern und Gruppen haben wird. In der Phase, in der wir jetzt sind, suchen die beteiligten Senatsverwaltungen erstmal ihre Position. Und das finde ich auch fair. Ich finde es fair, dass man dem Senat die Möglichkeit gibt, eine Senatsmeinung sich zu bilden. Und ich habe vorhin gesagt, dass ich davon ausgehe, dass viele grundsätzliche Fragestellungen auch mit den Fraktionen diskutiert werden. Und in diesem Zeitraum, wo der Senat sich eine Meinung bildet, die Fraktionen sich eine Meinung bilden, da kann man uns vielleicht auch die Chance geben, uns zu positionieren und dann mit einer Position auch in die Diskussion zu gehen. Ich bin mir da relativ sicher, dass dieser Prozess so verlaufen wird, dass sich sehr viele Menschen und Gruppen auch beteiligen können. Wer Lust hat, sich in dem Bereich weiter zu engagieren, jeden Montagabend ab 18 Uhr treffen wir uns bei der Open Knowledge Foundation und arbeiten weiter am Volksentscheid Transparenz. Wir sind einmal durch dieses ganze Themengewüst. Herzlichen Dank, Frau Smentek, dass Sie da waren. Wir sehen uns in einem Jahr hier wieder und reden über die Unfalldaten. Richtig. Und damit vielen Dank.